Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lumtro-Video. Ihr seht, ich habe einen steinernen Freund mitgebracht. Heute geht es um Dinosaurier, aber nicht in erster Linie, sondern in erster Linie möchte ich euch gerne einen analogen Effektfilm vorstellen. Und zwar den Revolog Resp. Ihr habt es im Titel schon gesehen. Ich bin ein großer Fan von Revolog-Filmen. Schöne Grüße gehen raus an Hanna und Michael. Es gab aber einen Film die ganze Zeit, der bei mir hier rumgelegen hat, weil ich einfach nicht wusste, was mache ich mit dem. Und ich bin ein großer Fan von Effektfilmen, aber ich bin auch ein Fan davon, irgendwie muss das Motiv immer ein bisschen zu dem Effekt auch passen. Und der Resp zeichnet sich dadurch aus, dass er so wie so Kratzspuren auf dem Foto hat. Die gehen einmal quer durchs Bild, immer mal wieder, man kann es nicht so berechnen im Kopf, wie es ungefähr aussieht, als ob da jemand mit einer Gabel drüber gegangen ist. Und was machst du mit so einem Film? Und da habe ich die ganze Zeit überlegt und es passte eigentlich irgendwie nichts. Und dann gab es eine Ausstellung mit Dinosauriern in Bochum. Denn in Bochum ist die letzte Spur von Dinosauriern, ich glaube, in Europa gefunden worden. Und deswegen hat man da jetzt eine Ausstellung gemacht. Die ist jetzt auch schon wieder vorbei. Man hat einfach mitten in die Innenstadt überall große Dinosaurier platziert. Und hat dann dazu so ein paar Tafeln geschrieben, so als Aufklärung, was dieser Dinosaurier so ausmachte und so und wie lange der gelebt hat. Es ist ein geniales Fotomotiv, da brauchen wir gar nicht lange drum rumreden. Und ja, diese Kratzspuren, dachte ich mir, passen sehr, sehr gut zu dem Thema Dinosaurier. Und deswegen gucken wir uns das mal an und ihr werdet sofort merken, was ich meine. Das genial, oder? Ich habe mich dermaßen gefreut, als ich dieses Foto gesehen habe, denn genau so hatte ich es mir vorgestellt. Das ist, es passt einfach so unglaublich, dieser Effekt und dann, diese Ausstellung, einfach super. Übrigens, ich habe ja mal in der Kaffeefolge erzählt, dass ich nicht so gerne Analogfilme mit Lightroom bearbeite, weil das irgendwie für mich nicht zusammenpasst. Ich zeige euch jetzt mal was, denn dieses Foto habe ich tatsächlich mal mit Lightroom bearbeitet. Das zeige ich euch jetzt mal als Vergleich. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Das hat schon was. Aber irgendwie, ich finde, das passt einfach nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Lasst mich das mal unten in den Kommentaren wissen, weil mich das wirklich mal interessieren würde. Ich finde, es sieht sehr cool aus auf jeden Fall, weil es auch nochmal so einen cinematischen Effekt hat. Aber analoge Fotos so zu bearbeiten, auch wenn es mir gefällt, habe ich immer so einen inneren Abstand dazu. Ich kann es nicht richtig erklären, aber ich meine, ich finde es sehr, sehr cool und alle anderen, die ich euch gleich zeige, hätte man genauso bearbeiten können. Aber damit dann loszuziehen mit einer analogen Kamera, ich weiß es nicht genau. Wie seht ihr das? Lasst mich das mal unten in den Kommentaren unbedingt wissen. Und jetzt nochmal zum Vergleich. Das Ganze sieht analog so aus. Da ist einfach nur ein bisschen Helligkeit rausgenommen worden, ein bisschen Kontrast reingemacht worden, glaube ich sogar. Und mehr habe ich gar nicht mehr gemacht und ein bisschen die Ränder beschnitten, wobei ich hier schon sehe, das ist halt immer mal wieder so, ne, dass man da vielleicht doch noch ein bisschen Rand abschneiden könnte. Wer kennt's? Gehen wir mal weiter. Und zwar haben wir das hier noch. Auch ein Bild, was ich sehr, sehr cool finde, muss ich sagen. Auch hier wieder die Kratzspuren. Das Thema Dinosaurier und Kratzspuren ist einfach genial, oder? Es war echt schwierig, diesen kleinen Dino hier. Also man sieht, die Dinosaurier sind in Originalgröße aufgestellt worden. Ich finde diese Aktion genial. Dass wer schon mal in Bochum war und das Bermuda-Dreieck kennt, der weiß, wie eng auch diese Gasse sein kann, weil da sehr, sehr viele Menschen durchflanieren. Da sind halt unglaublich viele Fressbuden und so. Und sich dann aber auch noch hinzustellen, ihr seht, hier so ist so eine U-Bahn-Station. Es ist sehr, sehr schwierig gewesen, einen Punkt zu finden, um diesen Dinosaurier mal irgendwie einzufangen. Ich habe das Ganze mit drei Kameras aufgenommen. Ich hatte meine M50 dabei, ich hatte meine EOS 3000N, oh Gott, jetzt komme ich schon noch hier auf die Bezeichnung, und ich hatte meine Instax Square 10 dabei. Habe da diese Black-Fotos mitgemacht, die könnt ihr euch mal angucken. Auch das sah sehr, sehr cool aus. Video verlinke ich euch oben in der Ecke. Schaut euch das gerne mal an. Jetzt habe ich da mit meinen drei Kameras gehangen und
Habe irgendwie versucht, aus sämtlichen Variationen und Positionen das Ganze irgendwie vernünftig aufzunehmen. Und das ist dabei rausgekommen. Ich finde, dieser Dino hier und das erste Foto, das ist schon cool gewesen. Aber man kann es tatsächlich auch noch steigern, würde ich sagen. Und zwar mit diesem freundlichen Herrn hier. Den hatten sie direkt vors Planetarium gestellt. Und der war natürlich der Hingucker überhaupt. Und das war schon schwierig, da so ein Foto zu machen, wo kein Turi steht. Turi in Anführungsstrichen. Oder wo keiner steht, ne, mit einer Kamera. Und man musste sich teilweise schon hinten anstellen. Es gab Momente, wo ich wirklich lange gewartet habe, bis alle weggegangen sind, damit ich so ein vereinzeltes Foto machen konnte. Hier habe ich nochmal die Blätter genommen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe auf so einem Berg, der so nach oben ging, ne? So ein Schlammberg war das, irgendwie getrocknet. Und da habe ich dann gestanden und habe dann versucht, so dieser Baum, der hing so runter, und dann habe ich versucht, die Äste so ein bisschen mit als Rahmen zu nehmen. Ich habe ungefähr 4 Fotos damit versucht, bis es dann so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auch hier wieder die Kratzspuren, ich meine Tyrannosaurus Rex. Die Dinger waren übrigens extrem groß. Also wenn der in Originalgröße war, das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Also das war schon krass. Das hier ist übrigens mein absolutes Lieblingsfoto, was diesen Effekt angeht. Und da sieht man auch nochmal genau das, was ich eigentlich haben wollte. Ja, so ein blutrünstiges Vieh mit genau diesen Strichen. Es sieht aus, als ob er direkt vor dem Foto einmal so mit der Tatze so drüber gegangen ist. Ich finde es total cool. Und ich kann mich da gar nicht satt sehen dran. Was mich hier so ein bisschen stört, ist tatsächlich, ich kann ja jetzt nicht hinzeigen, ihr seht ja hier das übliche Problem, die Kamera endet hier für euch, dass der Schatten von dem Schwanz mit drauf ist. Das fände ich ein bisschen doof. Das sind halt Dinge, die, ich habe die nicht gesehen. Also wie gesagt, hinter mir standen in dem Moment dann auch ein paar Leute, die darauf gewartet haben, endlich den Tyrannosaurus Rex zu fotografieren. Und dann stehe ich da mit 3 Kameras. Die fanden das, glaube ich, nicht so lustig. Dann haben wir den hier noch. Den fand ich gar nicht so cool, weil der langweilig war. Das ist ein Dach von einem Hotel. Und ich habe in dem Instax-Video schon gezeigt, dass ich den da schwarz-weiß abgelichtet habe. Und es sah langweilig aus. Und ich finde aber hier mit den Kratzspuren, die jetzt hier auch nicht ganz so deutlich sind, sieht das Ganze schon wieder, ja, hat das Ganze schon wieder was, weil es sich einfach in diese Thematik mit reinnimmt. Und das finde ich doch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja. Also auch das gucke ich mir gerne an, auch wenn der Dino ein bisschen langweilig war. Und hier haben wir den hier nochmal. Ich habe vergessen, wie der heißt. Da habe ich tatsächlich mich auf den Boden gesetzt und habe den von unten fotografiert. Und das war auch ein bisschen schwierig. In dem Moment ist leider auch der Bus durchgefahren. Den hatte ich vorher nicht wahrgenommen. Ich habe das Ding hier ungefähr bestimmt 5-mal fotografiert oder so. Und aber so hat es eigentlich nochmal, wenn ich das jetzt so sehe, hat es eigentlich nochmal so einen Stadtflair. Ne? Also das ist schon irgendwie witzig, einen modernen Bus und so ein Urzeittier da zu haben, finde ich schon sehr, sehr cool. Ich bin aber auch noch näher rangegangen, da sah das Ganze dann so aus. Das finde ich ziemlich cool, weil irgendwie, wir haben so diese Ruhrtriennale Geschichte da, die sieht aus wie in den, weiß ich nicht, 70er Jahren oder Anfang der 80er Jahre. Dann den Dino hier in schönem Sonnenlicht und dann so einen neumodischen Bus dabei. Irgendwie hat das was, finde ich. Und man hat diese Kratzspuren schon wieder. Also die Kratzspuren sind an manchen Stellen tatsächlich sehr deutlich. Ihr habt es gerade beim Tyrannosaurus Rex gesehen. Und hier ist es jetzt wieder so ein bisschen zwischendurch mal. Ich bin froh, dass es bei dem Tyrannosaurus so krass war und nicht so nur leicht angedeutet. Also es war für meinen Film hier genau das Richtige, wie es sein muss. Ja, und am Ende haben wir das hier nochmal als Highlight-Foto. Das habe ich auch nochmal ein bisschen stärker bearbeitet. So sieht das Ganze dann von der Seite aus. Und also was heißt stärker bearbeitet? Ich habe einfach die Belichtung noch ein bisschen runtergeschraubt und Helligkeit hoch und den Kontrast rausgenommen, weil ich so ein bisschen cinematischen Effekt haben wollte. Ich hatte an dem Tag tatsächlich ein bisschen mit dem Licht zu kämpfen, was den Tyrannosaurus anging. Aber auch hier wieder, ich bin glücklich darüber, dass es genau bei diesem Foto diese Striemen gab. Ja, und so
haben wir den Film, glaube ich, sehr, sehr gut eingesetzt. Ich habe durch die Sarah, Zuschauerin des Kanals, Grüße gehen raus, habe ich mitbekommen, es gibt in der Eifel einen Dinosaurierpark. Dino Park heißt der, glaube ich. Und ich habe mir das mal angeguckt, nachdem sie mir das geschrieben hat. Und folgt mir gerne auf Instagram, da können wir uns immer austauschen über alles. Sehr, sehr gut. Und ja, da werde ich, glaube ich, nochmal irgendwann hinfahren im nächsten Jahr. Und da möchte ich gerne diesen Film auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Welches Motiv passt noch zu diesem Effekt? Habt ihr da eine Idee? Lasst mich das mal wissen unten in den Kommentaren. Seid da mal sehr kreativ. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, nutzt mehr Effektfilme. Es gibt mittlerweile viel mehr auf dem Markt. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass es da tatsächlich einen Markt gibt. Und der ist wohl mehr im Ausland. Das ist mir bewusst. Aber lasst uns doch mal wieder mehr mit Effektfilmen arbeiten. Gerade jetzt so im Herbst kann man damit auch sehr gut arbeiten. Lasst uns das mal wieder tun. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben. Abonnier bitte den Kanal, damit du immer benachrichtigt wirst, sobald es hier etwas Neues gibt. Ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs freundliche Zuschauen. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin, seid bitte herrlich unperfekt. Ich bin raus. Ciao.